Ja, für uns in der Klimawissenschaft hat es eigentlich immer Leute gegeben, die fundamentale wissenschaftliche Erkenntnisse angezweifelt haben. Das ist kein neuer Prozess. Also wir versuchen eigentlich, uns in unserem Feld zu bewegen und wissenschaftlich zu argumentieren, wissenschaftlich zu begründen, warum wir die und diese Position haben, warum wir, um jetzt einen konkreten Fall zu nehmen, ein AfD-Mitglied als Antisemiten bezeichnen. Und das ist eben nicht, dass wir das aus dem hohlen Bauch einfach politisch als Statement sagen, sondern wir können das wissenschaftlich begründen. Das Problem ist dann, es wird nicht wahrgenommen. Also es wird nicht wahrgenommen als, es wird abgetan als eine politische Meinung. Und das ist genau das Problem, dass wir in einem Feld arbeiten, wo Politik und Wissenschaft eng ineinander greifen und tatsächlich nicht immer voneinander zu trennen sind. Und ich denke, das ist genau die Herausforderung, der wir uns in den nächsten Jahren zu stellen haben. Man muss zunächst mal dabei bleiben und klar machen, was ist eigentlich wissenschaftliche Erkenntnis. Und wissenschaftliche Erkenntnis ist zunächst mal die Suche nach Wahrheit. Wir wollen wahre Erkenntnisse produzieren. Natürlich hat keiner von uns die Wahrheit, und Wahrheit ist ein Weg, es ist ein Prozess. Aber natürlich glauben wir alle daran, dass es so etwas gibt wie wissenschaftlich-technischen Fortschritt und dass wir Erkenntniszugewinne haben, Fortschritte in der Erkenntnis. Und das ist schon mal das Erste, wir müssen in der Öffentlichkeit das kommunizieren. Das ist eine ganz große Frage. Wie schaffe ich es, wissenschaftliche Ergebnisse an den Mann zu bringen? Das übe ich jeden Tag. Und das lerne ich auch mit meinen Studierenden. Mit der Öffentlichkeit ist das nochmal eine Nummer schwerer. Denn die Öffentlichkeit braucht eine völlig andere Sprache, als wir sie in der Wissenschaft haben. Und den Wechsel hinzukriegen in der Sprache, das ist eine tägliche Übung. In meinem Fach als Historikerin habe ich nur ein Werkzeug, und das ist die Sprache. Aber die Sprache ist ein sehr, sehr reiches Werkzeug. Es gibt alle möglichen Möglichkeiten, seine Sprache zu verwenden, vom ernsthaften Vortrag bis hin zum Aufruf, zum Schrei. Schrei ist auch eine Sprache. Und als Wissenschaftlerin versuche ich, alle möglichen Tasten dieser Sprachenorgel zu bedienen. Mit verschiedenen Ergebnissen und mit verschiedenen Reaktionen. Es tut manchmal weh zu sehen, dass man immer dasselbe sagt und dass es erst gehört wird, wenn es in Schreiform ausgesprochen wird, obwohl man das schon seit 10 Jahren in anderen, höflicheren, diskreteren Formen gesagt hat. Der Schrei scheint die Sprache unserer Zeit zu sein, das ist nicht gut. Aber der Wissenschaftler sollte oder die Wissenschaftlerin nicht leise murmeln in einer Schreigesellschaft. Es ist immer, aus unserer Sicht zumindest, ist es wichtig, zum einen in die Öffentlichkeit hinein zu kommunizieren und die Standpunkte auch klar zu machen, zum anderen sich aber nicht von einer Medienöffentlichkeit treiben zu lassen. Und genau in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns, und da brauchen wir, glaube ich, eine gute Strategie. Wir Wissenschaftler sollten einerseits selbstbewusst sein, wenn wir unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse darlegen und verteidigen. Wir sollten auch selbstbewusst sein, wenn wir die wissenschaftliche Freiheit verteidigen. Aber wir sollten bescheiden sein, wenn wir mit der Gesellschaft explorieren, welche Wege gegangen werden sollen. Wissenschaft ist organisierter Skeptizismus. Nichts für bare Münze zu nehmen, alle Sachverhalte, und ich bin Soziologin, ich forsche also über gesellschaftliche Sachverhalte, alle gesellschaftlichen Sachverhalte in Frage zu stellen, daraufhin zu erforschen, zu ergründen, wie sind die Dinge geworden, wie sie geworden sind. Das trifft für mich am besten, was Wissenschaft ist, organisierter Skeptizismus. Wissenschaft ist für mich eine Quelle der Freude. Wissenschaft ist für mich eine Quelle von Frust. Und Wissenschaft ist für mich ein Grund, in dieser Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen. Wissenschaft ist Zukunft zu gestalten am Ende des Tages. Wenn wir mal zurückgucken, wie viel Wissenschaft der Gesellschaft gegeben hat, dann wird einem das doch klar. Also wenn Erkenntnisse da waren, wie sich die sukzessive umgesetzt haben in einer Veränderung der Gesellschaft, also ist Wissenschaft auch Leben gestalten und Zukunft gestalten. Wissenschaft ist für mich immer Teil der Gesellschaft, und auch Wissen als Wissenschaftlerin bin ich auch Teil der Gesellschaft, und ich würde das nie trennen wollen. Ich glaube nicht, dass die Wissenschaft über der Gesellschaft steht oder von ihr getrennt ist, sondern es geht darum, das zusammenzufügen. Und Wissenschaft ist auch die Verantwortung der Ausbildung natürlich. Für mich ist Wissenschaft sich in Gefahr bringen. In Gefahr bringen mit dem inneren Sicherheitsgefühl. Also mit dem Gefühl, dass man etwas Richtiges tut, auch wenn dieses Richtige einen in Gefahr bringt. Das ist Wissenschaft.